15 Channel. Infokanal Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus. Wir befinden uns jetzt wieder in der Viktoriagasse, diesmal allerdings nicht Ecke Österleingasse, sondern Ecke Würfelgasse. Und für diese Station in erster Linie interessant ist einmal die Würfelgasse, weil die Würfelgasse an die Familie Würfel erinnert. Die Familie Würfel war während des gesamten 19. Jahrhunderts eine der prägenden großbürgerlichen Familien im heutigen 15. Bezirk, ganz speziell natürlich in der Gemeinde Fünfhaus, und hat auf dem rund um das Gelände der ehemaligen Gewehrfabrik und des Karmeliterhofs ganz ausgiebige Besitzungen gehabt. Was haben sie mit den Besitzungen gemacht? Viele verschiedene Sachen. Einerseits war die gute Familie Würfel Kaufleute, das heißt, sie haben mehrere Geschäfte besessen. Sie waren eine Kurzindustrielle, also haben kurz die vorher schon erwähnte Zuckerraffinerie in der Karmeliterhofgasse besessen, die dann allerdings recht schnell ihren Betrieb eingestellt hat. Und danach hat sich, was auch sehr charakteristisch ist, die Familie Würfel auf das Immobiliengeschäft konzentriert. Also ich habe vorher schon davon gesprochen, früher im Handwerk war es meistens so, dass die Beschäftigten im Handwerksbetrieb selbst gewohnt haben. Teilweise auch einfach nur auf Strohsäcken in der Werkstatt. In der Epoche der österländischen Gewehrfabrik hat es dann mehr oder weniger eigene Betriebswohnungen gegeben, in der die Menschen einquartiert werden. Im Laufe des 19. Jahrhunderts bildet sich dann allerdings jene Wohnform heraus, die noch heute in Wien ganz und gar maßgebliche ist, nämlich das Wohnen zur Miete. Das heißt, es entsteht hier auch sehr viel Wohnraum, der jeweils einem Hausherrn oder auch einer Hausdame gehört. Und wo einzelne Wohnungen an Einzelpersonen, Familien, allerdings auch einzelne Wohnungen von 20 Quadratmeter an mehrere Familien vermietet werden. Eine Geschichte, die im 15. Bezirk letzten Endes auch noch bis heute durchaus vorkommt. Also nicht umsonst der Bezirk mit den kleinsten Wohnungen im Schnitt. Es beginnt, dass das Immobiliengewerbe ein durchaus profitables Geschäft wird. Nach der Revolution 1848 beruhigt sich die Lage vermeintlich wieder recht schnell. Es kommt zum Neoabsolutismus, also der Kaiser regiert wieder ohne jegliche Mitbestimmung des Bürgertums. Und man tut ein bisschen so, als hätte es dieses Jahr 1848 nicht gegeben. Dementsprechend entsteht genau hier hinter mir im Jahre 1850 das sogenannte Viktoriabad. Das Viktoriabad war jetzt kein Tröpfelbad, sondern ursprünglich eine recht vornehme Badeanstalt. Ich kann ganz kurz das Inserat zur Eröffnung des Viktoriabads, das damals noch Würfelsches Badeetablissement hieß, vorlesen, das den Charakter dieser Badeanstalt recht gut widerspiegelt. Neue Badeanstalt. Montag, den 21. Juni 1850,
findet die Eröffnung des Würfelschen Badeetablissements im Fünfhaus gegenüber dem Sommertheater statt. Der Unterzeichnete erlaubt sich, das geehrte Publikum auf seine geräumige Schwimm- und Vollbadanstalt sowie auf seine elegant eingerichteten Wannenbäder ergebenst aufmerksam zu machen und zu bemerken, dass die Wannenbäder in Hinsicht der Bequemlichkeit und komfortablen Gesamteinrichtungen allen Anforderungen vollständigst genügen dürften und dass auch die Schwimm- und Vollbadanstalt durch den Umstand, dass durch das Hinzuströmen von Wasserdämpfen die Temperatur des Bades mit jener der Luft auf das angenehmste und der Gesundheit entsprechend reguliert werden kann, einen wesentlichen Vorzug vor derlei Badeanstalten im Freien besitzt. Gezeichnet Karl Würfel, Badhausinhaber. Also ein recht vornehmes Etablissement. Die Bierhalle war eigentlich schon ein recht vornehmes Etablissement. Das Sommertheater hat sich im Bereich der Arnsteingasse befunden und war mehr oder weniger ja, so wie Sommertheater Stockerau oder wie es heute gibt, vom Direktor des Theaters an der Wien geleitet, ein Open-Air-Theater. Das heißt, es gab noch den Versuch, obwohl hier bereits eine sehr zahlreiche Bevölkerung anwesend war, die unter sehr elenden Bedingungen gelebt hat, der Versuch, das ein bisschen zu, diese Umstände ein bisschen zu ignorieren und das auch gleichzeitig so als vornehme bürgerliche Fortgeh-Location ein bisschen zu etablieren. Dementsprechend ist auch das Würfelbad, später Viktoria-Bad, recht schnell um die sogenannten Viktoria-Säle ergänzt worden. Auch hier hat der Johann Strauss konzertiert und die anderen Größen seiner Zeit. Es kommt allerdings dazu, dass die Gegend diesen Charakter in den nächsten Jahrzehnten weitgehend verliert. Warum? Einerseits es beginnt sich die Eisenbahn in Wien in alle Richtungen zu verbreiten. Das heißt, man muss nicht unbedingt gleich knapp über den Linienwall, um raus in die Natur zu kommen. Man kann mit dem Zug auch gleich nach Baden fahren. Was muss ich dann nach Fünfhaus? Gleichzeitig an Natur ist hier nicht mehr ist hier immer weniger übrig, weil einfach immer mehr verbaut worden ist. Man sieht auch das gesamte Gelände des Karmeliterhofs und der ehemaligen Gewehrfabrik ist eines der Gelände des 15. Bezirks mit dem allergeringsten Grünraumanteil. Warum? Die Gassenbreiten hier, die Gassen sind großteils schon in den 1830er Jahren angelegt worden, sind relativ schmal. Man hat sich nicht darum gekümmert, dass Platz auf den Seiten für Bäume oder sonstige Grünflächen ist. Das heißt, hier ist auch im Sommer einer der Hitze-Hotspots, ganz einfach, weil sie bei so viel Asphalt das alles recht aufhitzt, heizt. Dementsprechend die Wohnqualität im Sommer, gerade jetzt, wo über 30 Grad nicht mehr so selten vorkommt, sehr stark beeinträchtigt ist. Es gibt die Hoffnung, dass im Zuge des Baus des IKEAs, ganz weiter hinten, hier auch teilweise zusätzliche Begrünung stattfinden. Als jemand, der auch im Sommer hier regelmäßig unterwegs bin, freue ich mich über jeden einzelnen Baum, weil es dadurch halt köder wird. Es kommt also, wie gesagt, zu einem Prestigeverlust der Gegend. Und das lässt sich auch recht gut am Viktoria-Bad nachvollziehen. Nämlich, ich habe vorher das Inserat zur Eröffnung des Viktoria-Bads bzw. der Viktoria-Säle vorgelesen. Ich habe hier noch ein Inserat aus dem Jahre 1875, das in seiner Formulierung schon ganz gut den Wandel einerseits des Etablissements, andererseits auch der Gegend auf den Punkt bringt. Nämlich, im Jahre 1875 ist die Rede vom Viktoria-Saal in Fünfhaus,
die billigste Tanzbelustigung. Heute Sonntag Tanzfest. Eintritt mit Inbegriff des Tanzens nur 20 Kreuzer. Im Viktoriabad daselbst die billigsten Wannenbäder. Ein Wannenbad 30 Kreuzer. Gezeichnet Karl Würfel, Badhausinhaber, also der Bur von dem, der es eigentlich eröffnet hat. Die Viktoriaseele, also das Inserat ist aus dem Jahr 1875. Die Viktoriaseele, man weiß oder wir wissen jetzt noch nicht genau, wann sie stillgelegt worden sind und in Wohnraum umgewandelt worden sind. Allerdings auch so im Zeitraum späten 1870er Jahre, Anfang 1880er Jahre. Das Viktoriabad selber existiert noch bis um die Jahrhundertwende, hat allerdings zum Schluss schon viel mehr den Charakter eines Tröpfelbads und weniger der vornehmen Badeanstalt oder des Spas, wie man in heutigen Terminologien sagen würde, wie bei seiner Eröffnung, wo das Ganze noch eine recht vornehme Angelegenheit war. Soweit so gut. Soweit zur Station Würfelgasse, Viktoriagasse. Wir machen jetzt noch einen Halt am Friedrichsplatz und dann haben wir unseren Spaziergang erfolgreich absolviert.